willkommen in München. Herzlich willkommen bei Donner und Reuschel in der Friedrichstraße im wunderschönen Schwabing. Ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise durch unser Haus, eine kleine Tour, damit Sie auch mal unsere wunderschönen Räumlichkeiten sehen können. Das Haus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut im damals üblichen Jugendstil. Und das findet man hier immer wieder und überall sehr detailverliebt mit vielen Elementen am Aufzug oder im Treppenhaus. Und es macht unglaublich Spaß, hier jeden Morgen reinzukommen, weil man sich hier einfach wohlfühlt, weil die Architektur und das Ambiente einfach einlädt, hier zu verweilen. Aber das Haus hat nicht nur wundervolle, stilvolle Details, wie hier zum Beispiel an der Heizung. Wir sind hier auch sehr effektiv und effizient, weil alle wichtigen Abteilungen der Bank unter einem Dach hier vereint sind. Private Banking beispielsweise oder das Asset Management, zum Beispiel die institutionelle Kundenbetreuung, Recht und Compliance, um nur einige zu nennen. Da hinten sitzt normalerweise übrigens unser Vorstandssprecher Markus Fitt, leider gerade in Hamburg. Aber jetzt schauen wir mal, ob Herr Krebs vielleicht da ist. Er ist nämlich normalerweise hier in München. Ah, nein, Homeoffice. Was wahnsinnig schade ist, denn eigentlich lebt dieses Haus und bekommt seinen Charme erst durch unsere Mitarbeiter. Ich sage immer, wir können eigentlich alles, was andere Banken auch können, aber wir können es ein bisschen besser und wir haben definitiv die netteren Kollegen. Hier sind wir jetzt im ersten Stock und hierhin begleiten wir Sie, wenn Sie zu einer Veranstaltung, zu einem Vortrag zu uns kommen oder auch zu einem Beratungsgespräch. Und sehr eindrucksvoll haben wir hier auch dargestellt, wer ein berühmter Vormieter dieses Hauses war. Aber wenn Sie glauben, Sie haben das Beste schon gesehen, weit gefehlt. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und ich freue mich wahnsinnig, Ihnen jetzt hier das oberste Stockwerk unseres Hauses zeigen zu dürfen. Hier finden hauptsächlich kleinere Veranstaltungen oder Gesprächsrunden statt. Und es ist eigentlich einer meiner Lieblingsräume, vor allem auch, weil es nicht weit von unserem Juwel des Hauses entfernt ist. Unsere wunderschöne Dachterrasse. Sie können sich vorstellen, dass wir hier schon wunderschöne Sommerabende verbracht haben, gemeinsam mit Kunden und Freunden des Hauses und Kollegen. Und ich freue mich wahnsinnig, bald möglichst Sie hier auf unserer Dachterrasse persönlich begrüßen.